Ja, und hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir sind immer noch in den Kurzaufnahmen, also es ist zwar eine Pause, aber gewesen zwischen den Tagen, aber wir sind immer noch in den Kurzaufnahmen, also ich kündige jede Folge ab. Wegen Schnüffele und sowas. Wir müssen übrigens hier mal ganz kurz, also ich habe vorhin, vor ungefähr 2 Stunden habe ich angefangen zu zocken, ne? Und dann ging alles wunderschön und jetzt mit einem Schlag irgendwie, ich weiß auch nicht warum, hat es mir die Verbindung gekappt und will ein 7-stündiges Update ziehen. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber okay. Könnte vielleicht daran liegen, dass mein Steam einen Crash hatte und ich keine Spiele mehr spielen konnte. War sehr toll. Ich habe mein System doch daraufhin zurückgesetzt, das hat auch nicht funktioniert. Also alles in allem, mein Steam ist Schrott gegangen. Ich habe jetzt alle Spiele bis auf Plants vs. Zombie repariert wieder. Und ansonsten. Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Vorsicht! Wir prallen zusammen! Feuer! Wollten wir ja erstmal ein bisschen was aus. Feuer! Ja, wir sind also im Offline-Modus. Und mir ist noch was aufgefallen, und zwar habe ich das im Singleplayer festgestellt, als ich vorhin gezockt habe. Sie feuern, als ich Sir! Beenden wollte. Was ist das denn? Feuer! Das wird sie versenken! Feuer! Und zwar ist mir dabei aufgefallen, dass wenn ich in meiner Singleplayer-Welt zocke, alle Dinge, die über Uplay laufen. Oh, sehr schön. Nochmal, alle Dinge, die über Uplay laufen, werden in alle Welten kopiert. Das heißt, alles, was ich auf der Welt gemacht habe, da meine Flöppner-Account anging, ist jetzt auch auf dieser Welt hier. Das Problem an der Sache war, dass ich halt die ganzen Missionen, die wir gemacht haben, das Geld dafür jetzt auf meinem Singleplayer-Account ist. Das war natürlich sonderlich uncool. Und ich hoffe einfach mal, dass... So, Moment... Ja, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht so schlimm ist, was ich da gemacht habe. Ich habe da auch neue Schiffe jetzt dazugefügt gehabt, das habe ich jetzt so mitbekommen. Ich werde das also demnächst nicht mehr im Singleplayer spielen, für mich alleine. Schade eigentlich, aber wenn das so geregelt ist. Jackdaw reparieren hört sich ganz gut an. So, da haben wir Jackdaw gleich ein bisschen aufgemöbelt und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben beim letzten Mal. Mal kurz schauen. Die Insel ist vollkommen abgeklappert. Hier liegt noch ein Schiff vor Anker. Sonst haben wir hier... Wo ist die nächste Quest? Quest. Hier unten ist die nächste Quest. Da gehe ich gleich mal dahin. Aber erstmal holen wir uns das nächste Schiff. Alle Segel setzen! Feuer! Ja! Gestalt ist unterschalten! Alle aus der großen Berg! Da haben wir das nächste Schiff versenkt. Ich hole mal ganz kurz die Munition da drüben. Und da ist ein Piratenjäger. Mir ist auch aufgefallen, ich weiß gar nicht, war das ein Let's Play oder das war ein Let's Play, wo wir den 40 Piratenjäger gefunden haben. So, zeig dich doch mal her, Süßer. Gib mir etwas wahr! Alle Segel klar zum Setzen! Bist du. Level 17, Metall hat's dabei. Gute Nacht. Feuer! So, und noch extra Reinraum, los! Flup! Feuer! Das war's schon. Bereit zu feiern, Sir. Das Schiff hat nicht mal einen Angriff machen können. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Piratenjäger und aufrüsten brauchen wir nicht. Wir können's in die Flotte aufnehmen, würde ich mal sagen. Da habe ich momentan nicht mehr so viele Schiffe. Da sind uns ja ein paar... Oh, mal schauen, was wir da machen müssen jetzt. Bam. Halten Sie zurück! Da noch einer und da noch einer. Schnapp ich mir. Und der Rest wird so erledigt.
So, nachladen. Und hat nicht nur ganz geklappt, wie du das gedacht hast. So. Oh, oh, hier, auf. Huch, das merkt man aber ganz schön. So, der ist weg, okay. Einer noch, komm. Ja, okay, da haben wir den dicken Dorn noch gekriegt. Wunderschön. Lalalala. So, dann haben wir unser erstes Schiff wieder geplündert. Fängt gut an jetzt, gell? Ein paar Schiffe plündern und so. Ein bisschen Geld verdienen, dann können wir unser Schiff auch so ausrüsten. Metall haben wir wieder ein bisschen bekommen. Checkdown haben wir immer noch nicht. Wir können jetzt gerade in-game Waste-Flatte aufnehmen. Juhu, fühlt euch geehrt. Genosch. Fühlt euch geehrt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt nicht spannend, deswegen ich segel mal in die Richtung um die Insel herum. So. Und hoffen mal, dass wir noch ein paar Level 30er Schiffe finden. Ich habe ein bisschen rumprobiert gehabt und es ist so, dass wir Level 35er Schiffe, ab Level 35 schaffen wir keine Schiffe. Das habe ich ausprobiert gehabt mehrmals. 35 ist zu stark für uns. So, das wissen wir zumindest fürs Let's Play jetzt schon mal. Obwohl mein Let's Play da noch ein bisschen hinterherhinkt, aber man sollte es ja nicht übertreiben. Alleine kann man es versuchen, aber meistens tauchen die ja eh zusammen auf, deswegen ist das glaube ich nicht so die intelligente Idee. So, voll auf den Nacht. Ja, da sind sie am empfindlichsten. Ich glaube, der Let's Play spielt jetzt doch ein bisschen sehr viel weiter. So, okay. Da hinten. Ein Level 4 Schoner, ja, ist ja nichts Besonderes. Da irgendwas Spannendes. Level 4, hier war doch gerade irgendwas. Level 1. Ist alles so langweilig. Hier ist ein spannendes Schiff. Ja, sieht nicht so aus. Na okay, gut, dann machen wir das halt nicht. Und begeben uns weiter in Richtung... ich hatte ja angekündigt... Das muss ein Volltreffer gewesen sein. Ja, muss ein Volltreffer gewesen sein. Ich hatte ja angekündigt... Dass es den nächsten größeren Folgen und dem Zeug geben wird, bla bla. Und alles wird länger und besser und schneller. Das wird sich noch ein bisschen gedulden müssen, aus dem ganz einfachen Grunde, dass der Typ, der mir das Internet eingebaut hat, das habe ich auch schon im Minecraft Let's Play erwähnt. Ich erwähne es lieber in jedem Let's Play, weil ich gucke ja nicht immer alle. Aus diesem Grunde, der Typ, der mir das angebracht hat, die neue Internetanleitung, war natürlich so intelligent, das Internet nicht an meinen neuen Hightech Super PC hier anzuschließen. Nein, sondern an den PC meiner Mutter, der von 2000 ist. Da frage ich mich ganz ehrlich, was hat den Mann geritten, dass er nicht erkannt hat, dass mein PC der Haupt-PC ist, aber na okay. Da haben wir alles geplündert, okay, dann gucken wir dahinter, da ist nichts mehr. Und segeln in die Richtung. Also, na egal, komm schon. So. Hab da was, guckt mal. Ein Gegner für unseren Captain. Feuer! Er bricht auseinander! Unter kein Grund! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Sind bereit, Sir! Oh, der wird auch gleich holen. Bereit machen zur Kollision! Feuer! Ein paar Treffer hier uns im Weg! So, da haben wir auch das Problem gelöst. Feuern, Captain. Da ist irgendeine rote Stelle, da will ich jetzt gar nicht hin. Obwohl das wird eine Festung sein, die hole ich vielleicht doch mal. Mal schauen, was ich hier so ergibt. Vielleicht treiben sich hier ein paar bessere Schiffe rum. Das fände ich ja ganz cool.
Man sieht schon, dass hier anscheinend stark gekämpft wurde und seit hier liegen schon... Alter Schwede. Ein Rum! Vier Rum! Vier Rum! Oh mein Gott! Holz! Metall! Abdrehen! Erst die Tab und Tab-Säge! Wiederholen und aufgaben! Noch mehr Metall! Und Zucker! Jetzt ach, zeigt du meine Güte, was ist denn hier passiert? Da hinten geht's weiter. Hier muss ja die ganze Flotte vernichtet worden sein. Sollten wir das Angst machen? Nö, ich glaube nicht. Wir könnten es auch mal mit einem Walfang probieren, aber ich glaube ehrlich, dass das funktioniert. Ich probiere es auch mal. Warum nicht? Wir haben doch... Wir können es doch probieren. Es macht doch nichts. Los! Jetzt geht's los. Wir gegen den Wal. Hoffentlich sind unsere Harpunen stark genug. Sicher das Seil! Es ist gar kein Wal, es ist ein Bullenhai. Und? Ein Treffer noch und das war's. Mist. Ja, also, okay, Wunderbärchen. Schade, dass wir jetzt nicht daneben gegangen sind. Jo! Wunderschön! Ein echtes Monster! E halten sind überspringen. Bullenhaut, Bullenhautknochen. Wir müssen aber anders hin, sehe ich gerade. Wir kommen vom Kurs ab. Fünf Meerestiere harponieren und erlegen. So, flup, flup, flup. Oh, auch oben im Kurs kommen sie jetzt hin. Du bist... Das ist langweilig. Ich will mal gucken, wie viel übrig bleibt von dem Schiff jetzt. Weil der hat ja 25 Holz und 25 Stoff, genau. Wenn ich ihn jetzt kille, habe ich das Gefühl, wenn man die auf den Boden schickt, dann kriegt man nicht alles aus der Beute. Das muss ich mal kurz austesten. Ein Wrack mehr! Segelreste raus aus der Böe! 12 Holz kriegen wir nämlich nur, also die Hälfte. Eine Salve genau da rein! Alle Segel, Bewegung! Da sehe ich auch gerade ein Animus-Fragment noch. Bergen und Festzorn mit aller Kraft bereit! Klippe voraus, Sir! Großsegel, los geht's! Mars- und Tapsegelberg! So, jetzt schnell das ganze Schiff rüber. Ach. Vor allem schnell über das Schiff drüber. Ja, ich setz mich hier hin, warte drauf, bis du diese beschissene Dreidingsfunktion aktivierst. Na gut, das hat halbwegs geklappt. Da ist dieses seltsame Zeichen. Und da haben wir ein Fragment wieder. Wunderschön. So, kann ich ja jetzt noch Ramsporn noch drauf? Nee, kann ich nicht. Nur, dass ich die festhalten kann. So. Und zurück aufs Schiff. Die Mörser sehen schon echt geil aus, so leicht golden. Wir haben schon ein recht nices Schiff, muss man schon mal sagen. Und ich sehe gerade, wir haben 200 sagenhafte Gold. Was für eine Schwachstelle, das Schiff ist weg. Ein Wrack mehr! Wo denn jetzt? Feindliches Kriegsschiff! Ihr ringt nach ein Schoss! Vorsegel setzen! Feindliches Kriegsschiff! Vorsicht! Wir prallen zusammen! Ach, hier oder so, oder was? Verdammt daneben! Dieses Monster-Ding. Lasst uns versenken, Kenway! Feuer! Ja! Ja! Ja, doch, das war schon echt eine Herausforderung, das Schiff, muss ich schon sagen. Da bin ich echt free. Also, wenn ich euch dazu sagen soll, ich glaube, wir müssen eh um diese Insel hier rum, deswegen segel ich mal in die rote Richtung. Ja, so.
4000 Meter noch, ein wunderschöner Berg da. Verfolger ansehen. Raus aus der Höhe! Ah. Moment. Da sind unsere Verfolger. Und gegen die kämpfen wir in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Bis dahin. Adios. Fiese Katz.